Wenn wir von Arbeitslosigkeit sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer von Staatsversagen. Denn seien wir ehrlich, wenn wir uns die Frage stellen, woher Arbeitslosigkeit kommt, dann kommen wir immer wieder auf den Staat. Es gibt keinen anderen Grund als staatliches Handeln für Arbeitslosigkeit. Man muss sich nur fragen, was passieren würde, wenn es keinen Staat gibt. Die Arbeitslosigkeit wäre vielleicht da, aber nicht für sehr lange Zeit. Es gäbe keine Dauerarbeitslosigkeit. Denn ein Arbeitsloser, der verhungert, ist auch ein Arbeitsloser weniger. Also das ist ja ganz offensichtlich klar. Wenn es einen Grund gibt, warum die Arbeitslosigkeit nicht verschwindet, dann muss es irgendwo im staatlichen Handeln begründet sein.